haben hier und heute werden wir eine Brauerei besichtigen. Ja, ich bringe euch mit ins Rinn. Wie wird das tolle Bier hier in Deutschland gemacht? Ja, komm mit! Die Holzenbrauerei gibt seit 135 Jahren im Herzen von Hamburg. Hier wird das Bier gebraut wie der Heinheitsgeburt von 1516. Mit Malz, Gerste und Hopfen natürlich. Hier werden ja Astra, Duckstein, Holsten, Pilsener, Carlsberg und Lübzer gebraut. Und anderen Bieren auch. Aber das sind die meistbekanntesten Bier von der Gruppe Carlsberg-Holsten. Carlsberg hat seit 2004 Holsten übernommen. Carlsberg ist ein dänisches Bier, aber die wird auch hier in Hamburg gemacht. Während der Besichtigung lernt man, wie wird das Bier gebraut, was man braucht dazu, wie lange wird es gelagert. Das Hopfen zum Beispiel bringt Geschmack im Bier. Ja, das wusste ich ja selber nicht. Jetzt bin ich ja schlauer. Aber für die Besichtigung muss man gut zu Fuß sein. Es wird viel Treppe hoch und runter gegangen und man muss ja ein bisschen laufen. Ja, für uns gibt es ja keine Laufbänder, nur für das Bier. Hier werden 20 Millionen Flaschen pro Woche gemacht. Ja, das ist eine ganze Menge. Und jeder Mitarbeiter bekommen 40 Liter Getränk im Monat. Und es gibt nicht nur Bier, es gibt ja auch Brause. Ich habe eine Grapefruit-Brause probiert und es schmeckt total lecker. Sehr gut. Es lohnt sich mal hierher zu kommen. So, meine Lieben, das war's für heute. Wenn ihr es gemacht habt, gebt mir einen Daumen hoch und vergiss nicht, meinen Channel zu abonnieren, ganz wichtig. Und wer möchte hier die Holzenbrauerei besichtigen, kann es das machen von Montag bis Donnerstag. Es gibt ja zweimal am Tag Besichtigung hier. Die Besichtigung dauert ungefähr so 2 Stunden und es gibt ja Bier fürs Kosten, natürlich. So. Prost, bis zum nächsten Mal.